Hallo, ich bin die Manja. Hallo, ich bin der Henry. Und heute zeigen wir euch unsere Schule. Das Gymnasium Wilhelmsdorf. Zu. Wir haben ja vor den Ferien die Spielregeln für die Tischtennisplatte aufgestellt. Und jetzt wollen wir schauen, ob die Spielregeln auch wirklich funktionieren. Hey, wir haben doch Gäste. Hey, was macht ihr denn hier? Wir haben gerade Klassenrat. Da besprechen wir immer wichtige Themen. Zum Beispiel die Tischtennisregeln. Und was macht ihr da sonst noch? Lisa, sag mal du. Wir besprechen Anliegen von Schülern, die in dieser Box gesammelt werden. Zum Beispiel, wenn es Streit gibt, versuchen wir hier gemeinsam eine Lösung zu finden. Ganz andere Frage, als ihr hier auf die Schule gekommen seid, wie ging es euch da? Also ein bisschen aufgeregt war ich schon, weil ich kannte eigentlich nur zwei Personen. Aber ich habe mich am ersten Tag wohlgefühlt, weil meine Klassenkameraden waren nett und die Lehrer eigentlich auch. Also in der ersten Woche haben wir eine Schulrallye gemacht, was mir persönlich sehr geholfen hat, weil ich die Bibliothek und so gefunden habe. Und am Ende der ersten Woche habe ich mich schon sehr gut ausgekannt. Und jetzt seid ihr schon in der 6. Klasse. Was gefällt euch denn in der Schule? Man darf hier sehr viel selbst entscheiden. Man kann zum Beispiel das freie Kursangebot wählen. Ich zum Beispiel habe Tischtennis gewählt, weil ich Sport sehr mag. Aber auch für viele andere Bereiche gibt es tolle Kurse. Also danke, wir gehen nochmal weiter. Tschüss, danke, dass wir da sein durften. Tschüss. Tschüss. Hallo, ich bin die Laura. Hi, ich bin der Felix. Wir zeigen euch jetzt noch das Schülercafé, das Café Minute und da treffen wir den Happy Mann. Kommt mit. Jemand Bock auf den Cover? Laura, was macht ihr eigentlich so in der SMV? Wir vertreten hier die Schüler und geben ihnen eine Stimme an der Schule. Erklär mal, Felix, wie läuft das genau? Also hier an der Schule ist es halt echt cool, dass wir auch wirklich gehört werden und wirklich was zu sagen haben. Wir haben öfters mal ein Treffen mit der Schulleitung. Da werden unsere Anliegen angehört und dann auch tatsächlich umgesetzt. Letztens gab es zum Beispiel den Wunsch nach Sitzgelegenheiten in der Mittagspause, dass man Platz zum Essen hat. Und der wurde jetzt auch schon umgesetzt. Also wir können hier wirklich was bewirken. Wenn ich eine Idee habe, wie kann ich die umsetzen? Ihr habt ja schon den Klassenrat kennengelernt und da könnt ihr eure Wünsche einbringen und darüber diskutieren. Und dann können wir an der Schule das Ganze noch etwas größer machen. Das geht dann weiter in die Vollversammlung, also in dem Fall dein Anliegen. Und da sind dann alle Schüler und Schülerinnen dabei. Und dann kann man entweder über was abstimmen oder was diskutieren. Ja, normalerweise treffen wir uns dafür in der Riethalle mit allen Schülern und Schülerinnen. Und dann ist es dann ein Riesenspektakel. Ah, digital habe ich es ja schon gesehen. Herzlich willkommen zu unserer ersten Folge. Hier seid ihr! Hallo! Hallo! Hi! Das ist die Frau Bitzer, sie ist unsere Verbindungslehrerin und sie unterstützt uns bei unseren Projekten. Wir haben Rückmeldungen von unserem großen Outlet bekommen. Es war ein richtiger Erfolg. Wir können unsere Partnerschule in Uganda damit richtig gut unterstützen. Cool! Ich muss jetzt gehen, ich habe Sport. Ja, ciao! Ciao! Manja, jetzt müssen wir aber los, wir müssen auch auf die Münze schauen. Jetzt kommt das Wichtigste. Wir zeigen euch den Pausenhof. Hallo Manja, hallo Henry. Ist das euer Ball? Ja. Danke. Boah, es ist mal wieder laut hier. Was wird hier eigentlich gebaut? Wir erweitern unser Schulgebäude, weil wir mittlerweile so viele Schüler sind, dass wir 9 neue Klassenzimmer bekommen und einen Musikraum und 2 neue Chemieräume. Oh, cool. Und in diesen 9 Klassenzimmern werden wir die 5. Klassen, die 6. Klassen und die 7. Klassen immer jeweils haben,
sodass die in ihrer eigenen familiären Atmosphäre unterrichtet werden können. Also die haben ihre Klassenzimmer, dann haben die Arbeitsräume, hier mal eine eigene Garderobe. Dürfen wir da auch rein? Der ganze Bau wird im Schuljahr 2023 fertig sein. Das heißt, ihr kommt in der 7. Klasse auch da rein. Ja. Tschüss, schönen Tag euch noch. Hallo Manja, hallo Henrike. Sie wollten uns doch noch was über das Sportprofil erzählen. Pass auf, ich sage euch was. Ab Klasse 8 kann man bei uns Sport als Hauptfach wählen. Ich baue gerade auf, guckt doch einfach mal zu, dann wisst ihr, wie es aussieht. Unser Rundgang durchs Gymnasium Wilhelmsdorf. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und vielleicht sehen wir uns demnächst auf dem Schulhof.